und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch die Bildung des Konjunktiv 1 anhand von zwei Beispielen erklären. Einmal am Beispiel des Wortes schreiben und einmal am Beispiel vom Wort kaufen. Allgemein bilden wir den Konjunktiv, indem wir das en wegstreichen und die Endung anhängen. Die Endung meint eine Endung aus dieser Tabelle. Das heißt, in der zweiten Person Singular, zum Beispiel est. Versuchen wir das einmal. Beim Schreiben streichen wir also das en weg. Uns bleibt noch Schreib. Und dann bilden wir zum Beispiel die zweite Person Singular, Schreib, est. Oder bilden wir mal die zweite Person Plural, wieder Schreib und dann et. Das gleiche machen wir jetzt noch mit dem Kaufen. Wir streichen wieder das en weg. Uns bleibt also noch das Kauf. Und dann hängen wir zum Beispiel erste Person Singular das e an. Ich kaufe. In diesem Falle wäre es gleich mit dem Indikativ und wir müssten auf den Konjunktiv 2 ausweichen oder sogar auf den Konjunktiv 2 mit würde. Das könnt ihr dann in den anderen Texten nachlesen vom Konjunktiv 2. Oder bilden wir die zweite Person Plural. Ihr kauft Fett. Das heißt, die Bildung des Konjunktiv 1 funktioniert so. Das waren zwei Beispiele. Die Tabelle und viele weitere Beispiele findet ihr im Text.